Interview und Analyse zum 10. Rennen. 10. Rennen, das Karl-Bürger-Gedenkrennen als Tageshighlight, dreijährigen Zuchtrennen mit Sixpack, der hat seine Aufgabe gleich beim Lebensdebüt souverän gelöst. Jetzt geht es gegen die Jahrgangsdominatorin FaceTime Spada und die da immer zweit platzierte Super Crown. Keine einfache Aufgabe. Dahinter eher die Nummer 3 für dich? Oder sagst du, da ist nicht die Nummer 3, das ist sogar in der Kategorie von den anderen zwei? Naja, das ist vielleicht zu früh, die Entscheidung. Mir ging das eigentlich sehr locker an, das Rennen. Ich habe das mit der Monika Bernard besprochen. Sie hat gemeint, wenn ich will, dann kann ich starten, wenn nicht, dann nicht. Ich habe gesagt, wir starten und wenn nicht, dann ist es eine Routinefahrt. Aber es ist ja trotzdem das Karl-Bürger-Gedenkrennen und da will man natürlich gewinnen. Aber das sind natürlich schon sehr viele Starts, die Dreijährigen, die anderen. Erst der zweite Lebensstart, also da werden wir nicht alles jetzt auf eine Karte riskieren. Wenn es locker geht, dann ist es schön, wenn nicht, dann ist es auch kein Problem. Und du hast ja beim Siegerinterview zuletzt gesagt, du glaubst, er ist so richtig erst im Herbst dann wirklich gut. Das glaube ich auch, ja. Der muss lernen, er ist ein großes Pferd, muskulöses Pferd und sein richtiges, gutes Pferd, glaube ich, wird erst im Herbst. 10. Rennen des Tages mit dem Karl-Bürger-Denkrennen, erste Zuchtrennen der Dreijährigen in dieser Saison. FaceTime Spada noch ungeschlagen. Du hoffst, es bleibt so. Wenn ich jetzt sagen würde, nein, wärst du ja auch nicht zufrieden und ich würde hier keine gute Figur abgeben, wenn ich sowas von mir behaupte. Wie zufrieden bist du mit dem Probelauf zuletzt gewesen? Es waren 8 Starter vielleicht und da aus dem Feld einmal heraus, nicht so wie in den Jahrgangsrennen von der Spitze weg. Ist das, was dir eigentlich für den Lernprozess, auch für die FaceTime Spada, gar nicht so unrecht war? Na, ich habe das genau deswegen gemacht. Ich habe sie auch am Start zurückgenommen, ich habe sie nicht loslaufen lassen, also das muss ich sagen. Und ich habe auch festgestellt, dass das Pferd dann schon sehr gut gelaufen ist, aber ein anderes Verhalten hatte. Für mich war das sehr lehrreich, dass ich sie einmal von hinten gefahren habe und gesehen habe, wie sie sich verhält, weil das Situation kennt sie ja nicht, das hat sich noch nie gemacht. Und das war für mich sehr lehrreich und auf der anderen Seite ist natürlich so, dass der direkte Mitbewerber, der ja immer zweiter hinter ihr war, schon enormes Potenzial in der Geschwindigkeit verraten hat. Ich wollte eigentlich nicht so schnell fahren, für mich wäre auch 15 gut genug gewesen oder 16, aber wenn man da in einem Probelauf ist, wo halt ein Pferd drinnen ist, der international erprobt ist und über 100.000 Euro Gewinnsumme hat, tut man sich schwer, wenn man solche Pferde dann auch nicht mitlaufen lässt. Die kennt sie ja gar nicht mehr aus, was los ist. Und somit sind halt dann auch diese schnellen Zeiten zustande gekommen. Heißt aber auch, du bist in 8 vor Supergar. Ich denke auf alle Fälle, wenn ein Pferd bei den Internationalen mitläuft und um 13.7 in einem Probelauf geht, und dann ist sie ein Favorit für mich sogar, weil ich denke, wenn sie heute wieder 13.7 läuft, dann muss ich FaceTime Spada schon sehr, sehr sputen, um diese Geschichte dann für sie als 100% Beute verbuchen zu können. Power Rocket Girl ist letztes Jahr immer quasi die dritte Kraft hinter FaceTime Spada und Superground gewesen. 4. Platz beim Jahresdebüt war sehr ordentlich. 5. Platz in Pfarrkirchen, wahrscheinlich aufgrund der Bahnbedingungen des tieferen Geläufs geschuldet. Da war sie eigentlich, muss aus meiner Sicht so sehen, schon ein bisschen enttäuschend unterwegs. Ein paar Kirchen hat mich gar nichts enttäuscht, weil wir haben mit der Jocelyn BR noch ein zweites Pferd, das ich gesteuert habe, im Feld gehabt, im Rennen gehabt. Und es sind beide Pferde einfach aufgrund
der Bahnverhältnisse nicht zurechtgekommen. Wir haben da vielleicht ein bisschen ein Manko. Auf der schlechten Bahn unsere Pferde nicht so funktionieren. Warum? Weil wir immer auf einer guten Bahn trainieren. Und wenn wir dann die tiefe Bahn in Wels noch vor uns hatten am ersten Renntag und das Pfarrkirchen, dann haben sie unsere Pferde auf beiden Bahnen unter diesen Verhältnissen sehr schwer getan. Deswegen glaube ich, ist das ein Streichresultat. Sie hat nachher gut gearbeitet und ich sehe sie wieder Dritter, Vierter. He said one day you'll leave this world behind.